So. Und weiter geht's. Ich brauche ein neues Tempo. Alter, mir sind die Tempos ausgegangen. Das war jetzt das letzte Tempo. Dieses Kranksein ist schrecklich. Gut, dass es das in Sims nicht gibt. Stutti, Essen, alles klar. Viel Spaß beim Essen, Stutti. Wie schade, dass man nicht merkt. Ah, doch, es kommt. Okay. Und wir sind da. So, Benny, unterhalte dich mal ein bisschen. Glücklich. Einheizen, komm, du trainierst jetzt. Una. Wow. Tor. Ja. Yo, die sind heiß auf Training. Ja, puh. Jawohl, die sind richtig heiß auf Training. Aktiv. Oh, der Don ist auch aktiv. Ja, dann trainiert eine Runde. Oh, Polizistenwitze. Guck ich an, der Rest pennt. Krupa macht irgendwas. Und. So, hast dich genug unterhalten. So. Bernie geht eine Runde trainieren. Und Bernie beim Training. Jetzt guckt euch mal Bernie bei diesem Training an. Oh, wie er hochgezogen wird und... Komm, Bernie. Bernie, trainiere. Bernie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Na cool, na geil. So, Bernie hat Stufe 2 erreicht. Jo, und jetzt geht's auch mit dem Bein. Guckt euch an, der muss zwar ein bisschen nachhelfen, aber so langsam kriegt der Bernie Muckis. So, Bernie, genug trainiert. Du hast zwar nicht viel trainiert, weil du gleich arbeiten musst, aber währenddessen kannst du noch mal kurz das Klo benutzen. Los, Bernie, ab aufs Klo mit dir. Bevor du vom Training aus, ja, genau, du stehst um 5 Uhr auf, trainierst und gehst dann arbeiten. Hörst du noch einen Plan an? Bernie auf Klo. So passt's. Whoops! Da war ein Sim nackt. War das? War das nicht? Nee, ist nicht die Sarah. Ich dachte schon. Guck erst an. Die ist unter der Dusche und das stört den Guten gar nicht. Der Don, der ist schon so einer. Das ist erstmal wer unter der Dusche und das stört den Don gar nicht. So, Bernie ist zur Arbeit und rennt zur Arbeit. Und damit geht's wieder nach Hause. Ich dachte, Boone macht mit dem Waschbrettbauch auch Training. Ja, er gibt Sinn, Boone, aber hey. Du bist gerade am Pennen. Absent Flower, hi. Grüß dich, willkommen zum ersten offiziellen Anti-Kelly-Tag. Grüß dich. Pizza mit Zwiebel und Coke mit Vanille steht auf dem Tisch. Du bist mitten in der. Du bist mitten bei Sims 4 dabei. Willkommen! So. Ich putze mir die Nase. Achtung, alle weghören. Dankeschön fürs Weghören. Jetzt müsst ihr aber nochmal weghören. Ist Bernie jetzt arbeiten? Dankeschön, Bernie ist arbeiten. Wer macht was? Stuttgart spült Geschirr. Jawoll! Genauso wie es sein soll, du Tellerwäscher. 5 ausgezeichnete Mahlzeiten und 5 große Grillkäsebestellungen. Cool. So, und er hat 3-mal Geschirr gespült. Sauber, der Studi. Level 2 der Charisma-Fähigkeit. Ich besitze leider noch keinen Spiegel. Was macht der Buben gerade? Zockt er eine Runde? Plaudert er eher eine Runde? Los, los, plauder mal. Frag mal nach dem Tag, Buben. Daniel? Los, Daniel geht jetzt in Foren provozieren, habe ich gehört. Nee, der unterhält sich erstmal. Der macht was Lustiges.
Los, erzähl mal Witze. Nee, ich tue dir den Tellerwäscher. Da sind sie alle und... Oh, die Comedy-Fähigkeit hat Daniel erworben. Guckt euch den an. Anbrüllen und beleidigen. Nee. Parodieren, lustige Geschichten erzählen. Nee. Alter, ich mein, guckt euch das an. Hast du ein Hohlkreuz oder eine Wampe? Oder was ist das für ein Sixpack? Alter, dieses Sixpack. Boah, der Boon. So, und der Studi, was macht er? Zocken. Nee, der durchsucht Kunst. Boon hat Bock auf eine Runde kochen, hab ich gehört. Oh, was willst du denn machen? Boon ist zur Arbeit. Gemeint zu einem Kind sein. Klar. Höheren Level der Kochfähigkeit erwerben. Na dann servier mal eine Runde Rührei. Brunchen. Ich sagte, koch mal eine Runde Rührei oder Grillkäse. Ja, Grillkäse. So eine Familiengröße Grillkäse. Und Daniel muss auf Klo. Na dann, Daniel. Wohl bekommt's. So, und Copa? Ja! Ist gerade vom Nickerchen aufgestanden. Copa programmiert jetzt ein Plugin. Los, mach mal Geld. Fahrausfall sind ganz einfach. Ich mag den Job nicht. So. Und zack. Hände waschen. Oh, Grillkäse. Daniel räumt erstmal auf. Den stelle ich so lange hier hin. Haben wir schon mal gekocht, schon mal im Voraus. Falls Bernie zurückkommt und Copa hat sich wieder auf eine Parkbank gelegt. Plauder ein bisschen mit Copa, gute Idee. Und surf eine Runde im Internet. Gute Idee, Studi. Oder erstmal surf eine Runde im Internet anscheinend. 159 Simoleons. Aber ich würde mal sagen, Copa will hier, was will Copa? Ne, Copa will nur programmieren. Aber Copa will erstmal Leute kennenlernen, habe ich gehört. Copa geht jetzt Party machen und nimmt den Studi mit. Jawoll! Jetzt gehen wir mal Party machen, richtig Party. Vielleicht treffen wir ja wen. Im Nachtclub mit dem Studi. Los, Copa, Abmarsch! Du solltest die Parkbank jetzt in die Bude stellen. Leider gehört die Parkbank nicht zur Bude, sonst wäre das eine geniale Idee. Dann nennen wir sie die Parkbank für das gemütliche Nickerchen. Ich glaube, ich stelle eine Parkbank draußen hin. Hey, Exotic Skills. Willkommen zum ersten offiziellen Anti-Keldi-Tag. Pizza mit Zwiebeln und Cola-Vanille sitzen auf dem Tisch. Und willkommen bei Sims 4. So, und jetzt geht ihr erst zur Party machen. Und, hey, Copa, stell dich mal vor. Hey, Studi, stell dich mal vor, der Monika. Die kennen wir ja mit dem Partyhut. Und, wen haben wir hier? Ist das... Ah, die Kim, die ist auch hier. Und, so langsam kennt man hier jeder jeden, ne? Die Jenny, hey. Und Gruppenunterhaltung. Da sagen sie schon, los geht's, Studio. Und jetzt setzen sie erstmal hin und unterhalten sich eine Runde. Eine Runde plaudern, Leute kennenlernen und so. Jawohl! Boon kennt eigentlich den Rest der Welt, aber der ist ja gerade arbeiten. Gut, dass die je nach Tageslohn bezahlt werden. Zocke ich aus 7 Days to Raid? Nein, zocke ich nicht. So, ihr labert über... Also der Stuttgarter ist ein ganz komischer Typ, aber der ist irgendwie cool drauf, muss ich sagen. So. Ja, Lama und so. Lama. Also, Studi erzählt gerne Sachen über Lama. Ist immer Sonnen. Und wer ist das? Wer ist denn hier? Ach, die Dina. Hallo, Dina.
Kim, und wer ist das? Bestimmt die... Oh, die Alina, wer ist Alina? Opa? Opa, was meinst du? Opa? Moranga. Was meinst du? Jenny ist eine, sie macht echt nur Party, ne? Die Monika, die siehst du immer. Egal wo du bist, Monika ist am Start. Aber Kopa, ich hab da doch sowas im Gefühl. Stell dich erstmal vor. Dag, Dag. Und dann eine Runde. Ja, erstmal vorstellen. Kopa. Achso, plaudert noch. Kopa ist noch am Plaudern. Ja, Kopa ist genug plaudert und genug Musik gehört. Stell dich mal vor. Hier, stell dich erstmal vor, Kopa. Komm schon. Kann man machen, sagt er. Also erstmal vorstellen hier. Und studiert auch gute Laune. Studiert auch richtig gute Laune. Hört Blues und zockt eine Runde. Nee, das läuft eine Runde im Internet. Jawohl. Gucken, was gerade auf WhatsApp, gucken, was gerade auf Facebook so geht. Kopa hat Hunger. Dann trink dir ein. Boon, leider kann ich das gerade nicht gucken, wer hier mit wem irgendwie befreundet ist, aber Kopa, der läuft erstmal. Der ist gut drauf. Kopa läuft erstmal und trinkt sich ein. Ich zocke Minecraft, aber nicht im Stream. Und Kopa trinkt sich ein. Ah, der Kopa. Schaut euch den an. Die Gelassenheit in Person. Und Studi? Der ist direkt in der Meute und guckt sich hier Party an. Plauder doch mal ein bisschen. Los, red mal ein bisschen. Ja, über deine Träume, los. Von was träumt er so? Also, ich wäre gern der Meisterkoch generell. Und über Geister redet so viel. Über Geister. Geister! Über Weißbrot und... Oh, das war sogar eine Aufgabe. Weiter mit der Christina oder Christina. Plaudern. Und über Kaffee. Ganz viel über Kaffee, den der Kopa so gerne trinkt und Getränke bestellen. Oh, jemanden umarmen. Studi will jemanden umarmen? Los, umarmen den Kopa. Nein. Tratschen, Tag verschönern. Verschönern mal den Tag. Los, plauder ein bisschen. Sex mit Möbelstücken. Plauder ein bisschen über Sex mit Möbelstücken. Gute Idee. Oh, die ist drauf, die Mertens. Die hat's drauf mit Getränken. Und Kopa, setz dich doch mal hin. Setz dich doch mal an die Bar, Mann. Ja, Mann, er setzt sich hin. Macht er genau richtig, der Kopa. So, Kopa. Oh, schade. Hat nicht geklappt. Und noch eine Runde. Ach, ein ganz einfaches direkt das nächste Getränk. Oh, da ist er weg. So, wo ist der Wolf? Tatsächlich! Der Felix! Hör es an! Da ist der Wolf! Da ist er! Da ist er tatsächlich, schaut euch an. Da ist er. Der Wolf! Schaut euch an! Kopa unterhält sich erstmal mit dem Wolf. Grandios! Der Wolf! Der hat erstmal gute Laune. Erstmal plaudern, los. Stell dich erstmal den Wolf vor, Mann. Der Wolf, da ist er. Mit Party und guckt euch an. Der Wolf, ey. Der Felix heißt er hier. Der Felix Baumgartner. Nein, aber das ist hier der Felix Brandenburg. Also, los, stell dich dem Wolf vor. Der Wolf. Wo ist ein Kopa? Kopa, wo bist du hin? Kopa? Ach so, der steht da vorne. Oder zwei Drinks in der Hand. Alter, Kopa rastet echt aus. Der Studi muss eine Stunde bei der Arbeit sein. Okay. Egal, solange macht er Party und. Los. Teilt er sich auch mit dem Felix?
Plauder doch mal mit dem. Stell dich erstmal den Wolf vor, verdammt. Erstmal den Wolf kennen. Wer kennt den Felix denn nicht? Jeder Wolf. So, Kobold erstmal zwei Getränke in der Hand. Jetzt hat er nur ein Getränk in der Hand, weil er das erste schon weggeext hat. Oh ja, Kobold ist auch so ein richtiger Säufer. Und wird müde. So, stell dich mal vor, Studi. Los. Da. Richtig originalgetreu. Der Kobold hat erstmal. Und erstmal, hey, vorstellen. Jawohl. Kobold setzt sich erstmal und jetzt wird erstmal unterhalten. So eine richtige Unterhaltung gibt es zwischen dem Wolf über Kinderbetten. Richtige Kinderbetten. Oh ja. Erstmal über Kinderbetten und Skulpturen unterhalten. Ja, der Wolf. Und über Lamas. Also der Studi scheint so einen richtigen Lama-Fetisch zu haben. Kopa ist müde. Na, dann wird es Zeit, gleich Zeit ins Bett zu gehen. Aber egal. Erst mit dem Wolf unterhalten. Ja. Ach, da ist er doch. Das ist uns doch gerade. Jetzt haut er ab, oder? Daniel muss auch eine Stunde arbeiten. Studi geht zur Arbeit und muss auf Klo. Kann man Sims umbenennen? Leider nicht. Zumindest nicht ohne Hex und so. So, Kopa ist gut. Du kannst nach Hause, ne? Kopa geht zurück nach Hause. Hast dich genug unterhalten? Das ist meine Wolf kennengelernt. Und auf nach Hause mit dir, Kopa. Oh, kleines Kind! Und Studi ist zur Arbeit. Daniel, du bist gar nicht beim Job. Jetzt ist er zum Job, jawohl. Jetzt geht er eine Runde arbeiten. Als Gauner. Als Halunke. Und verdient Geld. Und Kopa geht erstmal pennen. Ist Bernie eigentlich auch arbeiten oder was macht Bernie gerade? Was macht der Bernie gerade? Gute Frage. Dead Legs. Und... Zack. So, und Esso und Bernie auch. Daniel, du bist bei der Arbeit, eben. Kopa fühlt sich sehr unwohl, na dann geh aufs Klo. Boone hat ausgezeichnet, oh, Boone ist schon zu Hause. Und zock eine Runde. Was macht Bernie? Der trinkt sich ein. Was macht der Kopa gerade? Geht auf Klo. Schnell! Zack! Ah, Blase geleert. Und Kopa wird jetzt wohl schlafen gehen, automatisch. Was macht der Boone gerade? Was musst du machen? Der Daniel ist gerade... Nichts Besonderes. Normal. So eine Aushilfskraft ist der Daniel. Böse sein musst du. Du musst ein Arsch sein und Leute hassen. So, Bernie, geh mal auf Klo. Bernie geht jetzt nicht auf Klo. Bernie geht auf Klo. Wo ist denn der Boone? Boone muss sich Leuten vorstellen. Aber vor allem muss Boone die Charisma-Fähigkeit ausbauen. Und sich ein Getränk nehmen. Gute Idee. Aber ich würde jetzt vor allem gerne den Spiegel haben. So einen schönen Spiegel wäre jetzt cool. Spiegel mit Knoblauch. Echt jetzt? Mit Knoblauchgeruch. Ja, klar. Das Versteck. Alter, nee. Dann stellen wir hier einen Spiegel hin. So, Boone, üb eine Runde reden. Wer bist du denn? Der Manuel? Was macht denn der Manuel hier? Wer ist denn der Manuel? Auf jeden Fall muskulös.
Gehört bestimmt zum Bernie. Oh! Moment! Wir haben überhaupt keine Geschirrspüler, unrealistisch! So. Oh, das schmutzige Geschirr türmt sich und Studi kommt nicht hinterher. Kann entweder den Geschirrspüler überladen oder aufgeben und einige Teller ungewaschen lassen. Also ich würde sagen, manche unabgewaschen lassen. Oder? Studi, was sagst du dazu? Machen wir den Geschirrspüler voll? Oder zu voll? Oder lassen wir das Geschirr unabgewaschen? Studi, was sagst du dazu? Während ich mal kurz am Handy gucke. Was sagt der Studi? Wenn man vom Düvel spricht, ja. Voll! Machen wir ihn voll, okay? Und? Leistungsverschlechterung. Hoppla, der Geschirrspüler hat versagt. Ich muss das ganze Geschirr per Hand abwaschen. Und das Spülwasser aufwischen. Ja, tut mir leid. Der Studi, das war wohl nix. So. Man, Bernie, stell dich mal vor. Da steht jemand vor der Tür und der sieht muskulös aus. Herein! Sieht aus, als würde er mit dem Bär. Wer kennt ihn hier? Der Boon kennt doch normalerweise alle. Kennt der Boon den? Der Boon kennt den auch nicht. Wer ist der Manuel? Er soll in der Nachbarschaft vorstellen. Also ich wette, die verstehen sich gut. Das sind ja auch beide zum... Der Manuel ist so ein richtiger Muskelathlet, der so ein richtiger Muskelathlet. Oh, und der rastet erstmal aus. Über Geld. Über Geld. Oh, guck mal. Wer bist du denn? Du bist auf jeden Fall eine kleine Sophie. Erstmal den Müll wegbringen. Und dann gehen wir ins Gespräch. Und erstmal labern. Was macht der Boon gerade? Boon kennt den Rest der Welt. So, plaudern wir mal. Stell dich mal vor. Zumindest nachdem du Charisma gelernt hast. Der Manuel sieht aus wie so ein richtiger Faggot. Irgendwie schon. Also, Bernie, was meinst du? Kuchen. Gute Idee. Und zocken. Auch eine gute Idee. Konzentriert, du siehst aus wie ein Muskelathlet. Wie ein Modellathlet. Ich sag erstmal Muskelathlet, ne? So ein Modellathlet. Warum bist du konzentriert? So ein Genie oder was? Ein Genie und gleichzeitig... Und das konzentriert einfach nur so. Plauder erstmal. Über alles Mögliche. Über Kunst. Boon übt weiter das Reden und Bernie labert weiter. So, was geht's? Reden. Und Regen. Über Möbel. Bernie als erster Schwuler. Ja, ich glaube nicht. Das würde ich nie im Leben tun. Jo, über Bücher erzählt. Jeder Menge über Bücher, 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 Bücher. Daniel ist müde. So, Studi, jetzt musst du leider fleißig arbeiten. Oh, kann anderen 17 Tag verschönern. Genau das wollten wir, Boon. So, Boon, genug. Stell dich mal vor. So, wir haben 7 Uhr. Freundschaften schließen. Wer hat denn hier... Ach, der Boon. Kennt er den? Ja, er kennt den Bär. Bernie kennt er. Aber den Manuel muss er erstmal kennenlernen. Also, ab geht's. Boon, wie würde ich? Ja, unterhalte ich ein bisschen. Über Lamas.
Ey, 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 ey. Was geht mit dir? Ach, der Manuel. So, du kannst doch gehen. Jo, Bernie, schick ihn raus. Jawohl, Bernie. Und jetzt könnt ihr pennen gehen. Hört mal auf zu plaudern. Bernie hat vor allem... Wer hat denn jetzt Hunger? Koopa hat Hunger. Ach, der pennt aber gerade. So, was machen die jetzt? Stehen erstmal in der Gegend rum. Toll. Sich 10 Sims verstanden. 5 Freundschaften. Sauber, der Buhn. So, Buhn wechselt die Klamotten und pennt eine Runde. Bernie? Oh, eine schnelle Dusche. Ach, der Stix ist gleich auch da. Bernie unter der Dusche. Bernie singt unter der Dusche. Verdammt. Wie verrückt aufwischen. Los, Bernie. So, und weg. Daniel, du hast aber ausgezeichnete Arbeit geleistet. So, du gehst erstmal auf Klo. Und danach kannst du schlafen gehen. Ja, ich weiß doch nicht, unverwöhnt, Koopa. Blase voll. Blase leer. Hände waschen. Tolle Arbeit vom Studi, der auch müde ist. Moment, jetzt können wir uns endlich das letzte Bett leisten. Wird aber vorher. Erweitern wir das Haus. Nehmen uns noch so ein Bett. Und jetzt kann auch der gute Studi ins Bett. Und mit diesem Bild, dass alle 5 gleichzeitig in dieser riesigen WG im Bett sind, beenden wir auch diese Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Und ciao. So, zurück zum Hauptmenü, speichern und verlassen. Also Styx, du kommst dann zum nächsten Part rein. Nächste Woche. Musst du mich einfach nur dran erinnern.